Herzlich willkommen zu meinem Sneak Preview für den 10. Print Day von Werk 2. Mein Name ist Stefan Herbold, ich bin 50 Jahre alt und Geschäftsführer der Usudio Deutschland GmbH. Usudio ist eine internationale Digitalagentur rund um das Thema Unified Commerce. Zu unseren Kunden zählen Unternehmen wie Miele, Hans Grohe, Carlsberg, Grohe, Richter und Frenzel, Fressnapf und viele weitere Unternehmen. Wir als Usudio bieten unseren Kunden immer einen Mehrwert. Unsere Unterstützung beginnt in der strategischen Beratung über die Implementierung von Softwarelösungen bis zum cloudbasierten Betrieb und Support. Leider findet der Print Day 2020 im April nicht wie geplant statt. Für uns von Usudio und Partner von Werk 2 ist diese Veranstaltung eine tolle Plattform, sich mit unseren Kunden, Interessenten und Partnern auszutauschen. Meinen geplanten Vortrag Data Quality, der Erfolgsfaktor für die digitale Transformation, wird selbstverständlich am neuen Ausweichtermin stattfinden. Ich möchte Ihnen in diesem Video einen kleinen Vorgeschmack auf den Vortrag geben. Gerne dürfen Sie uns kontaktieren, falls Sie früher über diese Themen mit uns sprechen möchten. Daten und insbesondere die Datenqualitäten werden immer wichtiger. In den Zeiten von Corona können wir dies täglich mitverfolgen. Wir alle produzieren riesige Datenmengen und hinterlassen dies an den verschiedensten Stellen, in einer individuellen App auf dem Smartphone, in großen Portalen, mit der Payback-Karte, am Counter einer Autovermietung oder im Ladengeschäft eines Unternehmens. Während der Corona-Krise wäre es sehr hilfreich gewesen, wenn sämtliche Bewegungs- und Kontaktdaten in hoher Geschwindigkeit auswertbar wären. Wir waren gar nicht in der Lage, sämtliche Informationen schnell und harmonisiert zusammenzubringen und entsprechende Analysealgorithmen darüber laufen zu lassen. Von der riesigen Menge der Daten und der dahinterliegenden Laufzeiten mal ganz abgesehen. Es fängt aber auch schon im Kleinen an. Unternehmen, die zur jetzigen Zeit Kurzarbeit machen müssen, benötigen für das Ausfüllen der Verträge Stammdaten der Mitarbeiter, für die Berechnung der Einsparungen, der aktuellen Gehälter, Anzahl Stunden pro Monat, geleistete Stunden aus Zeiterfassung etc. Das alles musste teilweise aus verschiedenen Systemen zusammengestellt werden. Zum Beispiel HR-Systeme, Lohnbuchhaltungssysteme, Zeiterfassungssysteme etc. Hier kommen Master Data Management Systeme ins Spiel, die Datenquellen miteinander verknüpfen, Beziehungen herstellen, Daten harmonisieren und diese auf einfache Art und Weise zur Verfügung stellen. Das Ganze kann aber nur funktionieren, wenn die Daten eine entsprechende Qualität aufweisen. Das Gleiche trifft auf Produktdaten zu. E-Commerce ist zu Corona-Zeiten der einzige Kanal, der bei Kontaktverboten mit Ladenschließung weiterbetrieben werden kann. Umso wichtiger sind beste Produktinformationen, sodass die Kunden nur die Daten bestellen, die auch wirklich gewünscht und benötigt werden. Dazu reicht nicht nur, eine Qualitätsregel auszuführen, sondern beginnt mit der Definition. Was sind Produktinformationen für die unterschiedlichen Verkaufskanäle? Was sind gute Produktinformationen? Nur wenn diese Definition bekannt ist, können Qualitätsregeln definiert und ausgeführt werden. Selbstverständlich muss die Qualität weiterhin überwacht werden, damit die Datenqualitäten konstant gehalten oder noch besser ausgebaut werden. Hierzu bedarf es nicht nur einer Software, sondern insbesondere einer personellen Aufstellung. Es müssen verantwortliche Personen definiert werden, die Regelwerke erweitert und ganz wichtig messen und überwachen. Nur damit kann die Datenqualität sichergestellt werden. Ich freue mich, Ihnen persönlich am Print Day in meinem Vortrag Data Quality, der Erfolgsfaktor für die digitale Transformation, diese Thematik zu vertiefen. Sollten Sie vorher Fragen haben, können Sie mich oder unser Unternehmen jederzeit ansprechen. In diesem Sinne machen Sie mit bei der Initiative Stay at Home zum Schutz von uns allen. Bleiben Sie gesund oder werden Sie immun.
Bis dahin, Ihr Stefan Heroth. Tschüss.